Hey, hey, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 für die PlayStation 3. Im letzten Part sind wir einmal komplett durch Zeldora gegangen, bis zum Boss. Und jetzt werden wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Ich habe mich jetzt mal belesen, wo also die drei NPCs sind. Und... Kannst du bitte... Und nicht nur das habe ich gelesen, sondern ich habe auch noch gelesen, wo die, ja, wo das dritte Leuchtfeuer ist, was wir ja aktuell noch suchen. Jetzt rüste ich mir erstmal wieder mein Heiler-Ritterschwert plus 8 raus, aus da. Und sobald ich das dritte Leuchtfeuer gefunden habe, werde ich zurück, ja, mich zurück teleportieren. Nochmal Jula. Ja, tschüss. Danke. Was ist... Gut, dass man da so viel machen kann. Der Part fängt schon wieder richtig spaßig an. Da muss ich gestehen, es macht mir schon wieder richtig Spaß. Ich meine, ich weiß, wie ich eigentlich gegen diese blauen Dinger da vorzugehen habe, aber es dauert einfach zu lange. Ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch. Vielleicht zu ungeduldig für Dark Souls 2, aber das geht mir irgendwie ziemlich am Arsch vorbei. So, jetzt habe ich erstmal kein Menschenbild mehr. Geht mir aber irgendwie auch immer schon bei. Ring der Klingen, da. So, ich hole mir jetzt erstmal meine Seelen wieder. Das ist mein Hauptziel erstmal. Wenn ich jetzt irgendwie sterben würde ohne meine Seelen, dann kann ich eh gleich alles vergessen. Könntest du dann auch mal aufhören oder machst du jetzt dauerhaft diese Teile? Ich meine, würde mich auch nicht stören. Hashtag schlechtes Leveldesign. Ist doch nicht stark, also es ist so, wenigstens kann ich den Dingern, während ich Bogen schieße, gut ausweichen. Wenigstens machen sie kaum Schaden. Alles sowas, also wenigstens ist es noch fair, wenigstens ist es fair. Das ist ja das Wichtigste, ne? Was, Sarkasmus? Nein. Keine Ahnung, wie er schon wieder darauf kommt, dass ich sarkastisch rede. So, hier geht's jedenfalls zum dritten Leuchtfeuer, da gehe ich jetzt als erstes hin. Tschüss. Oh nein, steh mir jetzt bitte nicht im Weg rum hier. So, denn sobald ich beim ersten Leuchtfeuer bin, kann ich hier gechillt wieder zurück. Ich kann dann meine ganzen Seelen verbraten und dann kann ich die drei NPCs suchen, beziehungsweise suchen. Also ich weiß ja, wo sie sind. Ich muss halt nur noch finden, ja, wo es halt wirklich ist, weil ich weiß halt nur, wie es wörtlich beschrieben ist und nicht, wie es letztendlich auch aussieht. Ich kenne nur die Wortbeschreibung. Das müsste hier unten in dem Raum theoretisch schon sein. Das dritte Leuchtfeuer haben. Ja, da ist es. Jetzt kommen noch ein paar Spinnen, so viel weiß ich noch. Und ansonsten war es das. So. Durchrollen hier, keine Items. Alles klar. Gut, das ist noch so eine verschlossene Tür bestimmt, wa? Ne, es ist sogar nicht mal. Gut, aber hier gehen wir dann erst weiter. Wir aktivieren das erstmal. Und ich gehe jetzt um meine Seelen weggeben, wegbringen. In dem Part will ich auf jeden Fall noch versuchen, die Lichtsteinbruch Zeldora abzuschließen. Das heißt, ich werde hier dann gleich wieder zurückkommen. Ich werde mir hier nochmal den zweiten Boss-Seelenschmied holen. Besuchen, meine ich. Ich werde ihn besuchen und mir bei dem vielleicht ein bisschen was einkaufen, je nachdem. Weil ich auch weiß, dass der hier noch ist. Und dann holen wir uns die drei NPCs. Ich habe eine Position schon wieder vergessen. Nee, halt, nee, nee, nee. Ich weiß noch alle drei Positionen, aber von dem einen habe ich keine Ahnung, wo das ist. Also da stand irgend so ein giftiger Raum, wo ganz viele Spinnen rumhängen. Aber so einen Raum habe ich bisher noch nicht gesehen. Den dritten haben wir schon gesehen. Der ist in einem Raum mit den Säulen und den vielen Spinnennetzen. Und der letzte, beziehungsweise der erste, ist in der Nähe von dem Boss-Seelenschmied. Da weiß ich auch noch nicht, wo das ist. Aber ich weiß, dass es in der Nähe von diesem Sandsoogloch-Dings da ist.
So, habe ich eigentlich. Oh, das wollte ich jetzt noch nicht. Ist egal. Ich kann auf jeden Fall ein Level aufsteigen. Da werde ich jetzt mal Geschicklichkeit hochstufen. Ja. Und nach dem Boss werde ich hier nochmal hingehen und dann mal meine ganzen Boss-Item, Seelen-Items hier verbrauchen und so. Kann ich hier mal wieder was verbrennen? Leuchtfeuer im Nahfall. Nee, hier lag noch ein Staub. Um die beim Flakon wiederhergestellte TP zu erhöhen. Sowas habe ich tatsächlich noch. Ja. Dann einmal brumm, brumm. Und was bringt ein verbranntes Menschenbild eigentlich? Das will ich mal sehen. Steht das hier auch? Ein warmes war hier schon. Keine Ahnung, was das bringen soll. Gut, ich werde erstmal. Ja, Menschenbild pfeffer ich. Doch, Menschenbild muss ich mir jetzt reinpfeffern, weil ich will ja die Gegner dann. Nicht die Gegner. Die NPC-Symbole dann auch sehen. Wenn ich da dann hingehe. Jetzt gucke ich nochmal schnell, ob ich mit den Brocken mein Schwert verstärken kann, aber ich glaube, dafür brauche ich schon Schollen, oder? Da brauchte ich dafür nicht irgendwie drei Brocken? Wo ist es denn? Nee, hier. Ja, doch, drei Brocken, aber ich habe erst zwei. Kann ich bei dir welche kaufen? Wahrscheinlich nicht, ja. Nope, das sind nur große Titanitscherben. Okay, wie viele Lebenssteine habe ich noch? 22, das könnte für den Boss noch reichen. Ja, doch, das reicht für den Boss noch. Bei ihr kann ich immer noch drei Menschenbilder kaufen, für alle Fälle, das ist gut. Und nee, ich wollte gerade gucken, ob ich mir noch ein Rüstungsteil kaufen kann, aber mit 5000 Seelen knapp kann ich mir noch nichts kaufen. Gut, dann zurück in die Lichtsteinbucht Zeldora. Da ist er hier. Und ab zum untere Lichtsteinbucht. Zauber. Ah, untere Lichtsteinbucht heißt es. Übersetzt ja dann wahrscheinlich Lower Brightstone Cove, Zeldora. Das ist gut, weil in der Nähe von dem Leuchtfeuer ist wohl der Boss Seelenschmied. Und entsprechend auch der eine NPC. Dann muss ich nur noch den zweiten finden. Und der zweite, der in diesem Raum mit den giftigen Spinnen ist, keine Ahnung, wo das ist, der soll wohl der nützlichste sein. Von allen. So. Dann gucken wir jetzt mal. Ja, genau, hier ist das Loch. Und hier in der Nähe ist der Bossseelenschub. Und von oben werde ich natürlich bezaubert. Sehr nett, danke. Steinerter Drachen. Boah, ich will hier erstmal kurz weg, okay? Erstmal kurz irgendwo hin. Wo ich nicht von allen Seiten angezaubert werde. Das wäre erstmal so mein Ziel. Ah, hier bist du. Alles klar. Hier liegt noch ein Item. Flammschmetterling, okay. Das ist ein Zauberertyp. Hi. Ist auch noch ein Item. Faches war jetzt Verkehrer, okay. So, hallo Bossseelenschmied Nummer 2. Oh, wir sehen uns wieder. Ach so, nee, da redet er selbst. But I have a debt to you. I will craft one thing of your choice. I am certain that they will please you. I require no payment this time, but you must bring me a wondrous soul. My technique absolutely requires it. I trust you will understand. Gegenstand kaufen. Erstmal Murakumo, das ist ein Bogen, oder? Ne, krummes Großschwert. Partisane, Zwillingsklinge, Mischbogen. Und schwere Armbrust. Dann Feuerpfeile, Feuerbolzen. Das ist gut. Endlich mal Pfeile und Bolzen. Gelbes Kraut. Grüne Blüte. Oh. Flammenschmetterling. Und hier noch Zielflugseelenfall, Zielflugseelenmasse, Sturzkontrolle, interessiert mich alles nicht. Ausrüstung reparieren, was kann ich denn handeln? Ach so.
Schwert der verlorenen Sünderin. Oh. Und deren Schwert. Fleischermesser, das ist cool. Das ist richtig cool. Hammer des Eisenkönigs. 50 Stärke, ja, warum nicht? Das beides kann ich schon tragen. Und Drachentöterspeer, okay. Gut. Und verstärken könnte ich hier theoretisch auch, aber da fehlt mir noch der Titanit Broken. Wo ist denn meine Rüstung? Kann ich die mal wieder verstärken? Das hier. Na, auch ein Titanit Brocken, das will ich eigentlich nicht. Was brauche ich für dich? Titanit Scherben nur. Und euch? Ja, für euch brauche ich glitzerndes Titanit. Dann mache ich das erstmal nicht. Nee, das machen wir nicht. Erstmal, wie gesagt, erstmal. Du bist ein Basiliskenvieh. Au. Was bist denn du? Du bist doch so ein Käferding. Huch, hier ist eine Tür. Ah, ich glaube, hier ist der NPC. So, du musst jetzt mal ganz schnell in den Arsch, weil ich gerade fast am Sterben bin und mich gerne erstmal heilen würde. Aber dafür brauche ich mal kurz einen Moment der Ruhe. Und der ist jetzt eingetroffen. Heilung. Eingetroffen? Sagt man das so? Moment der Ruhe eingetroffen? Keine Ahnung. Eingekehrt. Huch, hier wollte ich jetzt nicht lang. Jetzt bin ich ja hier. Och nee, hier wollte ich gar nicht lang. Jetzt muss ich irgendwie erstmal kurz den Weg zurückfinden. Moment mal, gibt's von hier aus überhaupt einen Weg zurück? Das will ich gerade mal schwer hoffen, weil ansonsten habe ich jetzt ein Problem. Das sieht nicht so aus, oder? Das ist ja doof. Das ist ja äußerst unpraktisch gerade. Das war jetzt nicht so unbedingt mein Ziel. Du bist wahrscheinlich auch noch nicht. Scheiße. Jetzt bin ich da diesen 1 Meter zu weit gegangen. Und der Meter scheint mir jetzt gerade ganz schön was verkackt zu haben. Ne? Kann ich vielleicht. Moment, ich mach mal kurz die Tür zu. Nur damit ich hier nicht genervt werde. Okay, so viel dazu. Gut, dann halt mal kurz sterben. Ach du heilige Scheiße. Ich muss doch hier irgendwie reinspringen können oder so. Komm, das muss gehen. Höh! Nee, das wird nie im Leben gehen. Auch muss ich jetzt ernsthaft den ganzen Weg nochmal laufen? Mit dem Heimatknochen zurück oder was? Ha, nein, ah, so knapp, so knapp, so knapp. Das ist schaffbar, das ist schaffbar. Kommt schon. Ja. Okay, ich hab's geschafft. Sehr gut. Ziel erreicht. Oh nein, 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 das ist nicht euer Ernst. Bitte. Das ist nicht. Ich lebe. Wie zum Teufel habe ich das überlebt? Ich habe das ja wirklich irgendwie mit einem Milli-HP überlebt oder so. Ach. Oh mein Gott, bin ich gerade glücklich, dass ich jetzt gerade nicht gestorben bin. Lebensstein. Ich hebe den Rest Estus erstmal für den Boss auf. Hier habe ich gerade ein bisschen Angst vor einer Falle oder so. Krummaxt und Seelenstrudel. Ist alles nicht das, wonach ich suche. Wo zum Teufel ist diese Drecks-NPC? Mir fehlen 2 NPCs, die irgendwo sind. Geht's hier noch irgendwo weiter? Da drüben ist wieder der Typ. Hier war ich überall schon. Da oben war ich schon. Hier will ich nicht reinspringen. Hier ist noch so eine Bucht. So eine Einbuchtung. Führt mich die irgendwo hin, oder?
Nee, das ist einfach nur so eine Sackgasse, wo dieser Typ seinen Spaß hatte. Oh Gott. Dieses Gebiet ist echt nicht drauf aus, mich am Leben zu lassen, muss ich mal so sagen. Hier komme ich her, oder? Ja, hier ist das Leuchtfeuer. Au. Vielleicht komme ich ja doch noch da oben drüber oder so. Aber irgendwo ist hier auf jeden Fall noch was. Komme ich hier oben drüber? Nein, komme ich nicht. Das ist alles ganz bisschen widersprüchlich. Da stand eindeutig, dass hier in der Nähe dieser Scheiß sein soll. Ich muss, glaube ich, echt nochmal nachgucken, weil... Och Mann, ich wollte mit dem Partner den Bossgegner schaffen, aber sieht aktuell irgendwie nicht so danach aus, sag ich mal. Wir sind schon wieder bei 16 Minuten und ich weiß auch nicht. Ich gucke mal kurz nach hier. Gut, tut mir leid. Dark Souls 2. Zeldora. Summon Science. Komm schon. Ja, also den hatten wir. Gut. Can be summoned in the room with all the poisonous spiders hanging from the ceiling. Can also be summoned earlier in the level in the room with double doors next to a weaponsmith on it. Nein! Ray's summon is a phantom rather than a shade. Brought all the way to... Da drin war ich doch. Bin ich überhaupt schon? Ich bin doch menschlich. Ich guck mal ganz kurz nach. Nicht wahr, hä? Das ist einfach falsch beschrieben hier. Next to Ornifex. Gut. Boyd. Achso, nee, nee, alles gut, alles gut, alles gut. Ja. Hä? Hä? Das muss doch irgendein... Okay, gut, dann suche ich jetzt mal speziell nach den Namen. Zeldora. Bashful Ray heißt der eine auf Englisch, so. Es gibt ernsthaft kein Video dazu, das kann doch nicht wahr sein. Also, für den einen haben wir ja schon das Summonsign gesehen. Das andere, da habe ich keine Ahnung, wo dieser Raum ist mit den Spinnen. Aber wo ist das denn hier? Summoning Locations. Hier steht, dass er nur in einem späteren Gebiet verfügbar ist. Ich glaube, hier steht gerade, dass man den nur als Hülle beschwören kann. Okay, gut, dann... Gut. Dann wäre das geklärt. Dann muss ich nur noch den Raum... mit den giftigen Spinnen finden. On the left. Gucken wir uns den noch an. Gibt's da vielleicht ein Video? Hier ist der O'Hara. O'Hara. Manhunter O'Hara. Genau den will ich. Wo kann ich dich beschwören? Kommt schon, Mann, dieses Schiss. Ja, genau. Bla, wo? Wo? Brightstone Cave. Found in the hall filled with spiders that precedes... Nein. Hä? Ach, leckt mich am Arsch. Ich gehe jetzt einfach weiter in der Hoffnung, dass ich das irgendwie noch finde. Ansonsten finde ich es halt nicht. Komme ich von hier aus? Ja, genau, da muss ich... Hier... Nee, falscher Raum. Da muss ich hier hinten rein.
Oh nee, echt mal, die sind ja alle wieder da. Oder ist... Keine Ahnung, ist der... Fleck zum Beschwören vielleicht einfach unter dem Tisch hier? Nee, das wäre auch zu witzig gewesen. Aber nee, ist tatsächlich nicht so gut. Hier hinten war er ja auch nicht. Okay. Gut, na dann gehen wir jetzt weiter, dann weiß ich auch nicht. Ich gucke hier noch einmal, aber hier ist echt nichts. Schnaufpause. Hurra für kein Fixieren. Nicht aufgeben. Ja, ich gebe sowieso nicht auf. So, wie kam ich da jetzt nochmal hin? Ich habe schon wieder vergessen. Bin ich hier eigentlich lang gegangen? Ja doch, klar, hier geht's weiter. Ja. Gut. Hier vielleicht? Ah, das könnte Sinn ergeben. On the left stand hier. Wir sind hier gerade ein bisschen zu viele Gegner. Boah, Gott sei Dank ist der hier weggegangen. Ja gut, aber da war keine Summon sein. Also es ist da auch nicht. Aber das würde zu der Beschreibung passen, weil das ist der Raum vor diesem Raum. Das stand da auch so. Mann, ich will den beschwören. Das kann doch nicht wahr sein, ganz ehrlich. Oh nein, ich mache gerade das Schlimmste, was ich machen kann. Mich einkesseln lassen. In diesem Spiel ist es nicht gut. Aber jetzt auch keinen Estus verschwenden. Ich kann jetzt keinen Estus verschwenden. Ja, greif mich halt durch die Wand an, oder was? Muss ich mal kurz konzentrieren. Ich hoffe, das ist verständlich. So, denn vor dem Boss jetzt noch sterben, wäre jetzt eigentlich nicht witzig. Ich bin gerade ganz froh, dass ich schon mal menschlich... Ich bin doch menschlich, oder? Das wäre jetzt witzig, wenn ich nicht menschlich wäre. wo steht denn das? Spielerinfo. Bin ich gerade menschlich? Ja, ich bin gerade sowas von menschlich. Aber hier ist kein gottverdammtes... Beschwörungsplattforms-Drecks-Scheißteil. Es kann doch nicht wahr sein. Und das ist verschlossen. On the left. Left kann entweder hier sein oder wenn man von der Tür kommt, hier. Aber es passt perfekt zu der Beschreibung. Weil hier ganz viele von der Decke rumgehangen, runtergehangen haben. Kann man den auch nur als Hülle beschwören oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, ganz ehrlich. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich schaffe den Boss sowieso nicht, das weiß ich. Weil ich habe mich natürlich so ein bisschen informieren lassen und so wie ich das gehört habe, ist der Boss echt von allen vier der mit Abstand ätzendste. Eigentlich habe ich darauf überhaupt keinen Bock, aber es muss irgendwie jetzt sein. Moment, was bist du denn da? Nee, es kann Summons sein. Schade, schade, schade. Ich hätte den Boss, den NPC doch gern noch beschworen. So mit 2 bis 3 NPCs in den Kampf zu gehen, das wäre nice. Aber nope, das sei mir nicht gegönnt. Scheiße. Ich muss dann auch mich mental eigentlich mal irgendwie darauf vorbereiten, weil ich fühle mich irgendwie so absolut nicht bereit für diesen Kampf. Ich meine, ich fühle mich in diesem Spiel irgendwie generell nicht bereit für Bosskämpfe, aber das ist gerade noch eine Stufe höher. Hier ist kein Geheimpfad, du Fotze. So, und damit bin ich jetzt ganz unten.
Ich muss jetzt aber kurz niesen. So. Und jetzt habe ich in dem Part rückblickend so gut wie gar nichts erreicht. Kann man mal eigentlich so sagen. Aber es ist mir egal, wie lang der Part wird. Ich werde den Boss jetzt noch probieren. Komm, ein Essens kann ich benutzen. Die Verzögerung ist gerade extremst groß. Das wird. Also ich meine. Ich habe immer so eine gewisse Verzögerung. Von dem, was ich sehe, zu dem, was ich höre. Durch die Kabelverlegung und alles hier. Und die ist gerade richtig hoch. Ich kann ja mal ganz. Ich könnte ja theoretisch mal kurz zählen, wie viele Sekunden das gerade sind. Oder ich kann euch ja einfach mal sagen. Moment. Also, sobald ich die Gegner hier besiegt habe, zeige ich euch das mal ganz kurz. Ich schlage jetzt einmal gegen die Wand. Ihr seht ja dann, wann ich schlage und ich sage euch mal, wann ich es höre. Jetzt. Das sind locker, Moment. 2,5 Sekunden bestimmt. Das wird witzig vor dem Boss, aber letztendlich muss ich mich einfach nur aufs Gameplay konzentrieren. Also los, komm her, Ascheritter Beut. Wir machen den Kampf jetzt einfach. Wir sind zwar bei 26 Minuten. Pff. Locker. Aber ihr seht es ja gerade unten, der Part ist wahrscheinlich etwas länger. Vielleicht sterbe ich auch sofort. Wenn ich sofort sterbe, werde ich den Part auch beenden und das nicht in dem Part nochmal probieren, sondern erst im nächsten Part. Aber wir werden sehen. Mein Heide-Ritterschwert ist so gut wie kaputt, sehe ich gerade. Ach, wie gut das alles so wunderbar läuft in diesem Part. Ha, ja. Ist es jetzt wenigstens wieder ganz? Ja, zur Hälfte. Wow. So. Dann, ja, dann muss ich jetzt ran. Geht ja nicht anders. Hallo, vierte große Boss-Seelen-Urleuchtfeuer-Wächter. Schaffe ich niemals. Und natürlich noch schön viele kleine Spinnen. Ist ja nicht so, als wäre ich jetzt schon fast tot. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier möglichst unter dem Ding zu bleiben. So, Friar, der Liebste des Herzogs. Okay. So heißt der Bossgegner. So, man kann ihn nur an den Köpfen schaden. Ihm nur da schaden. So, oh Gott. Und er hat zwei Köpfe. Und die können auch abfallen, wenn sie witzig sind. Beut könnte ja zur Abwechslung auch mal was machen, macht aber irgendwie nicht. Ach, wieso habe ich jetzt ein Estus genommen? Gott, das war die größte Verschwendung überhaupt. So, also bisher wirkt er noch ziemlich leicht, weil er auch die ganze Zeit irgendwie nur rumspuckt. Und das irgendwie nichts macht. Jetzt macht er was anderes. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass ich den schaffe. Gut, der erste Kopf ist abgefallen, jetzt kann ich nur noch an einer Seite angreifen. Es ist übrigens auch so, das habe ich mal gelesen. Wenn man
zu schlecht ist, sage ich mal, kann es auch passieren, dass einfach irgendwann beide Köpfe abfallen und man dem Gegner nicht mehr wirklich Schaden machen kann. Aber ich habe ihn geschafft. Also irgendwie war der überhaupt nicht schwer. Der war richtig einfach. Also mir wurde gesagt, dass er ätzend ist und dass er richtig schwer sein soll und der schwerste von allen. Aber ganz ehrlich, von allen Vieren war der jetzt mit Abstand der leichteste. Mit Abstand der leichteste. Am schwersten fand ich persönlich den Verdorbenen. Am dümmsten angestellt habe ich mich beim Eisenkönig, aber der war richtig einfach auch. Und die Sünderin, ja, die war schon ein bisschen anspruchsvoller. Hätte ich auch ohne Lucatiel nicht geschafft. Aber das hier, das war ja nix. Das war ja richtig einfach. Privatgemächer des Fürsten. Bist du der Fürst? Hi. Oh, das ist ein Gegner. Lichtsteinschlüssel, Duftzweig, Finsternis. Finsternis, Quarzring plus 1. Was ist das? Finsternis, Quarzring plus 1. Wo ist denn der? Hier, oder? Nee. Da, hier. Nee, Giftbissring ist das. Oh. Wo ist denn jetzt der Finsternis-Quarzring plus 1? Ist das das hier unten rechts? Nee. Hä? Hier. Erhöht Finsternis-Abwehr. Das ist cool. Weil Finsternis ist echt schadvoll, sage ich mal. Also es tut weh. Und somit sind wir beim letzten Leuchtfeuer. Wo natürlich noch ein Gegner kommt. Oh Gott, das ist der Typ von meinem Helm. Wow, und das war nicht schwer. Und ich bekomme Wengards Rüstung, Wengards Handschuhe, Wengards Stiefel. Ich habe jetzt die ganze Rüstung von dem. Crazy shit, man, Digga. Aber ist, glaube ich, schwächer als die Rüstung hier, oder? Ja. Aber der Rest könnte besser sein. Handschuhe. Na gut, nee, die habe ich ja hier gekauft. Das waren ja die teuren. Und das hier, Vanguard, nee, ist alles schlechter. Schade. Weil es ist leichter, deswegen sage ich schade. Kopf voraus. Gut gemacht. Ruhig bleiben, ja. War jetzt ein bisschen plötzlich, dass hier jetzt noch ein kleiner Miniboss kam, aber gut. Wahrscheinlich auch ein einzigartiger Gegner, weil das war eben Vanguards Körper. Ich gucke jetzt nochmal kurz, ob ich irgendwas übersehen habe, aber da war auf jeden Fall das letzte Urleuchtfeuer. Käfer. Nee, kein Käfer, was ist das? Was ist das? Was war das, hä? Ich habe die große Seele zweimal umarmt. Jetzt gerade irgendwie. Oder hatte ich die vorher noch gar nicht umarmt? Hatte ich vorher die Seele einfach nur bekommen, aber noch nicht umarmt? Ich verstehe es nicht, aber ist egal. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich gehe jetzt einfach hier weiter. Zurück nach Majula. Oh. Hi. Oh, scheiße, ich hab was weggedrückt. Almost
fledgling Arno. May we meet again? Was ist das gewesen? Kam das jetzt, weil ich alle vier Seelen, große Seelen umarmt habe? Ich will einfach nach Modula jetzt. Ja, okay, danke. Oh, ist eine 60 FPS-Höhle hier, ha. Oh. Leuchtfeuer der Lichtsteinbucht. Geil. Geil. Und damit machen wir uns jetzt auf die Suche nach König Vendrick. Oder Monarch Vendrick, was auch immer. Oder fast Monarch Vendrick war es jetzt, glaube ich, oder sowas. Keine Ahnung. Gleich. Gleich. Mark hat mir schon gesagt, man kommt in das nächste große Gebiet dann von Majula aus hier. Machen wir. Ich möchte erstmal die Seelen. Halt. Wir machen das noch nicht. Erstmal, der Part ist gleich zu Ende, keine Sorge, aber ich benutze jetzt erstmal ganz kurz die Drecksseelen hier, damit die alle mal weg sind. Schwindende Seele, 9. Benutzen. Ja. Was ist denn das eigentlich links hiervon? Abfall, wertlos, alles klar. Seele des namenlosen Soldaten. 7 Stück, macht also plus 5600. 2 große Seelen. Macht... Oh, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Und 4 Stolze, das müsste sogar eine ganze Menge bringen. 8000, boah, ich sehe gerade, da kommt was richtig Starkes auf uns zu. Dann 2 große Stolze. Macht 6000. Das machen wir gleich. Große Seele tapfer. Macht allein schon 8000, ach du Kacke. Und Seele eines Helden, gucken wir uns gleich an. Erstmal Seele eines tapferen Kriegers, 7. Das muss richtig viel bringen. 35.000 Seelen, ja! Nice. Und Seele eines Helden bringt bestimmt 10.000. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich noch so viele Seelen habe. Huch, damit habe ich jetzt einfach mal 128.245 Seelen. Ich meine, sind ja nur 10 Level. Okay, aufsteigen. Gut, wie machen wir das? Als erstes werde ich Geschicklichkeit auf 25 packen. Ich werde meine Belastung um 1 erhöhen, das um 1 erhöhen, das um 3 erhöhen. Und damit kann ich noch ein Level machen. Das werde ich auf die Stärke passen, packen. Anpassung, Intelligenz, Wille und Zauber bringt mir alles nichts. Ja. Damit bin ich auf Level 108. Oh, und hab nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch 11.258 Seelen, die ich noch anders verbraten kann. So, zum Beispiel für ein neues Rüstungsteil, was ich durch die neue Belastung auch tragen kann, könnte. Hallöchen, na? Ich könnte alles kaufen, theoretisch. Also wir haben hier... Die Gamaschen, die Rüstung und den Helm. Die Rüstung wiegt 17,6 und hat 243. Die Rüstung will ich mir aber nicht kaufen. Wenn schon die Gamaschen, 145 und 10,4. Da gucke ich mal kurz, ob das gehen würde. Ja, ja, halt mal die Fresse. 10,4 geht definitiv. 100, ja doch, das war unnötig, dass ich das hier kürzlich verstärkt habe, die Gamaschen. Weil ich kaufe mir jetzt die Schmelzer-Dämon-Gamaschen. Hat den Helm nicht. Ich mag Wenger als Helm. 9000 Seelen, ja, locker. Bock crazy. So. Wo sind sie? Da unten. Ja, besser. Und noch unter 70%. Damit habe ich schon eine recht fette Rüstung jetzt. Ich bin damit ganz zufrieden. Und kann immer noch locker easy rollen. Das ist geil. Ich bin immer so ein fett gepanzertes Stück Scheiße und kann einfach ewig weit rollen. Und ewig leicht rollen. Wie, als wäre es einfach. Als hätte ich. T-Shirt, kurze Hose, Sandalen an. Nein, ich trage keine Sandalen, falls ihr das jetzt fragen wolltet. So, an dieser Stelle werde ich erstmal den Part beenden. Wir schauen uns hier im nächsten Part auf jeden Fall weiter um und gehen dann vielleicht in das nächste große Gebiet. Ich möchte noch eine andere Kleinigkeit machen, fällt mir gerade auf. Aber darum kümmern wir uns dann. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Bis dann und ciao.